Hallo Leute und wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von DelphiTutorials.tk oder von meiner Website www.delphi-tutorials.tk. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Code Typhoon bzw. Lazarus installieren könnt. Und zwar ist Code Typhoon eine Art Studio, das dir Lazarus installiert, aber nicht nur Lazarus, sondern schon dutzende Komponentenerweiterungen, sodass du nicht die ganzen Komponenten per Hand installieren musst, wenn du die dann brauchst. Um Code Typhoon zu bekommen, gehen wir als erstes mal in Google rein und schreiben da einfach mal ganz Code Typhoon rein. Dann gehen wir auf die Pilot Logic Seite. Hier kann man nochmal auf Home gehen, da ist nochmal so ein schönes JavaScript, was dann, ja, mein Internet ist gerade ziemlich langsam, was nochmal die Vorteile von Code Typhoon zeigt. Doch, ich wollte jetzt... Aber wir gehen dann hier auf Code Typhoon und dann auf Code Typhoon Download. Und dann würde ich euch empfehlen, Our Server zu nehmen, denn das ist natürlich der schnellste. So, ich habe das natürlich schon vorbereitet. Und dann haben wir hier die ZIP-Datei. Die empacken wir hier einfach genau. Bob. Und dann haben wir hier einmal für Windows, das werde ich zeigen, und für Linux ist das aber parallel. Für da haben wir solche Skripte, die Code Typhoon installieren sollen. Und ja, nur wegen den Adminrechten müssen wir das über das CMD ausführen. CMD als Administrator ausführen. Dann sagen wir einfach cd und fügen den Pfad ein. Das machen wir in Linux genauso. Und dann sagen wir einfach install.bat und in Linux install.sh. Dann sagen wir install Code Typhoon. Das dauert dann einen kleinen Moment. Der packt dann einmal die Dateien und dann bereitet er Code Typhoon vor. Und zwar habe ich hier jetzt 64-Bit. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das jetzt eigentlich zu machen. Wir könnten jetzt einfach 8 eingeben und er würde uns alles machen. Remove and build all. Dann würde er aber nicht nur Lazarus 32-Bit, sondern auch 64-Bit installieren. Was aber meiner Meinung nach Schwachsinn ist. Denn ich brauche nur eine Entwicklungsumgebung, von der ich dann Cross-Builds für 64-Bit erstellen kann. Ich meine, es ist jetzt Schwachsinn, dass man sich dann zweimal Lazarus installiert. Deswegen sage ich nur, was nehme ich denn mal? Nehmen wir Nummer 4 nur, den Free Pascal. Und Lazarus hauen wir uns dann manuell von Code Typhoon. Das installieren wir dann manuell. So, der ganze Vorgang wird jetzt eine Weile dauern, denn... Er kopiert jetzt nicht irgendwas hin und her, sondern er kompiliert jetzt sogar noch. Jetzt sehen wir hier, er kopiert den FPC, also den Source von den Free Pascal. Und danach wird er eigentlich was kompilieren. Oder jedenfalls, wenn wir Lazarus installieren und dann die IDE, dann wird er die kompilieren. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Einmal die Small IDE. Da hat man nur ganz paar Komponenten, sogar weniger als wenn man Lazarus so installiert. Ich könnte jetzt einmal, wenn wir hier schon mal so lange brauchen, auf die Lazarus-Seite gehen. Und dann gibt es die Big IDE, wo man dann einfach zig Komponenten hat. Wenn man hier, könnte man jetzt Lazarus auch downloaden. Dann kann man hier direkt von Source, Forge, das System auswählen, Lazarus 64-Bit, 32-Bit hier ganz oft gedownloadet. Oder wenn man jetzt zum Beispiel für Mac installieren will, dann zum Beispiel hier, wenn man ein Intel hat, dieses i386, also 32-Bit. 64-Bit gibt es nicht, denn das läuft über Darwin. Jedenfalls für Mac. Ne? Für Mac. Es gibt ja auch die Dokumentation, die, wenn man sich die downloaden möchte, die ist ziemlich gut beschrieben, und ja, die einzelnen Linux-Versionen. Und wenn man sich jetzt mal hier, gibt es
Ich ziehe das mal hier eben auf meinen zweiten Monitor, dann kann ich das besser beaufsichtigen. Hier gibt es eben halt einmal die Screenshots. Da sieht man dann verschiedene Systeme, wo Lazarus drauf läuft. Hier sieht man zum Beispiel auch dieses Windows CE, also Windows Vince heißt es, glaube ich. Android, iOS habe ich auch schon geschafft. Und normal sieht Lazarus dann eben halt so aus wie Delphi 7. Und ich werde dann noch gleich zeigen, wie wir das an ein modernes Delphi-Layout anpassen können, wenn wir das denn wollen. Es hat Vor- und Nachteile. Hier gibt es auch noch ganz interessant die Roadmap. Da sieht man dann, welche Komponenten und was gerade geplant ist. Zum Beispiel hier ein Icon-Editor, die Roadmap. Der soll wohl nach 1.0 kommen. Und dann hier eine Beschreibung. Hier kann man sogar draufklicken. Und dann sieht man, damit kann ich Icons für meine Anwendung erstellen. Und die Features und was da noch alles eingebaut werden soll. Das ist schon ziemlich cool. Wobei man kann in Lazarus, wenn man eine Anwendung erstellt, dann kann man auch zum Beispiel ein PNG importieren. Also man muss nicht dieses ICO-Format nehmen, das Icon-Format. Und hier sieht man dann die anderen Komponenten, die Control Bar, die wird gerade, das wird wirklich kontinuierlich weiterentwickelt, Lazarus, und das ist auch ziemlich geil. Wenn man nochmal weiter runter geht, hier sieht man zum Beispiel einzelne Komponenten und auf welchen Systemen die laufen. Zum Beispiel hier Windows, eben halt GTK, das wäre dann eben halt diese Linux und so weiter. Carbon, das ist eben halt von Mac. Wins ist dieses Windows Phone. Und auch interessant hier Custom Draw, das wäre jetzt Android. Zum Beispiel, da sehe ich jetzt, ich kann in Android einen Button benutzen, ich kann eine Checkbox benutzen, ein Edit, ein Form, eine Coolbox, ein Memo, ein Panel. Oh Gott, was ist das denn? Eine Progressbar, ein Static Text, eine Trackbar oder zum Beispiel ein Arrow oder ein Noteblock, Book, Notebook oder ein, was weiß ich, ein Shape oder Speedbutton, T-Paint Box oder ein Image oder. Ach, hier sind auch die Zusatzfunktionen drin von Android. Zum Beispiel einmal die Geschwindigkeitserkennung, dass man SMS, MMS und E-Mail senden kann. Also SMS funktioniert schon. Und dann eben halt die Positionsinfo, zum Beispiel die GPS-Position. Da gibt es noch andere Methoden der Positionsbestimmung. Das ist also auch eine ziemlich interessante Seite. Und hier ist auch ein Forum drin. Ups. So, und zwar, wenn man hier unter Forum geht, da kann man dann eben halt seine Fragen posten. Wenn man jetzt irgendwas zum Thema Mac OS X wissen möchte, zum Beispiel, oder irgendwas anderes. Das ist schon ziemlich geil. Und das, da sind auch wirklich Leute drin, das habe ich selbst gemerkt, die auch Ahnung haben. Es gibt auch irgendwelche anderen sehr seriösen Foren, wo dann irgendwelche Leute gleich irgendwie C++ empfehlen wollen. Aber im Grunde können die auch zum Beispiel in die Delphi-Praxis, denn Lazarus, das ist so ziemlich Delphi und das meiste, was man jetzt mit Delphi kann, kann man auch so 1 zu 1 für Lazarus umsetzen, wirklich 1 zu 1, dass man dieselben, die Unit-Bezeichnungen sind gleich, also das ist wirklich ziemlich geil. Man kann auch hier den Source und dann kann man da selber mitschreiben. Wenn man denn davon Ahnung hat, es gibt ja auch immer ein SVN, da gibt es dann immer die neueste Version. Wenn wir jetzt Code Typhoon installieren, haben wir auch immer von dem jeweiligen Code Typhoon Studio die neueste Version aus dem SVN. Sonst ist hier jetzt die neueste Version jetzt bei mir, ich glaube 1.0.8. Ja, und mit Code Typhoon hat man jetzt schon Version 1.1. Und das ist auch ziemlich cool.
Es gibt auch direkt bei PilotLogic ein Forum. Wenn man da irgendwelche Fragen zu Code Typhoon hat oder hier Cross Build Development. Aber wenn man jetzt wirklich Cross Builds machen sollte, dann hatte ich die Erfahrung, dass es besser geht, wenn man die Elemente jetzt selber installiert. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen Lazarus Android Custom Draw Interface, da ist es ja. Und dann sieht man hier im Wiki die Seiten, wo dann beschrieben wird, wie das funktioniert. Ja, genau. Wobei da sollte man darauf achten, dass man die NDK 8 nimmt, war das, glaube ich. NDK 7, okay. Aber die SDK war, glaube ich. Jedenfalls nicht das Neueste gleich. Ja, also man kann hier sehen, es kopiert noch. Ja, bei euch wird es jetzt auch kopieren. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass euer Rechner jetzt schneller ist und ihr auf mich wartet, weil ich hier jetzt irgendeinen Schwachsinn erzähle. Was könnte ich. Ihr könntet natürlich auch die Erweiterungen selbst installieren, die in Code Typhoon mit installiert werden, zum Beispiel Indie for Lazarus. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, das zu installieren. Was aber ziemlich leicht zu installieren ist, ist DCPH. DCP Crypt, das sind Verschlüsselungskomponenten. Da muss man einfach nur das Paket downloaden. Hier steht es irgendwo. Ja, dann die DCP Crypt.lpk kompilieren und die DCP Crypt unterstrich LAZ.lpk einfach kompilieren und installieren und dann hat man das auch drin. Das wird aber auch in Code Typhoon vorinstalliert, wie zum Beispiel, da ist wirklich eine Menge drin, aber das werden wir auch gleich sehen. Zum Beispiel glzine ist sogar drin, also wenn man das jetzt nicht gerade schafft, glzine in Delphi zu installieren, vielleicht sollte man dann Code Typhoon installieren. Nur das Geile ist dann auch, glzine läuft dann auch auf Linux und auf anderen Systemen. Und das ist schon ziemlich geil, wenn man jetzt nochmal auf Code Typhoon. Oh Mann, jetzt muss ich hier aber vielen. Ich werde gleich aber auch aufhören zu labern und dann werde ich einfach mal den durchlaufen lassen und dann, wenn er fertig ist, mich wieder melden. Aber ich denke mal, jetzt wird das bei euch auch noch arbeiten und deswegen labere ich noch ein bisschen. Zum Beispiel sieht man hier die Demos, das ist fast immer glzine. Ups. Zum Beispiel, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal den hier. So, da sieht man zum Beispiel Code Typhoon für Windows 32-Bit und jetzt nehmen wir mal irgendein System. Nehmen wir mal das hier und dann sieht man nicht gerade denselben Screen, aber. Ja. Nehmen wir mal das Linux 64. Ja, da sieht man schon wieder die Screenshots von glzine. Hier zum Beispiel die Demo. Und das ist schon ziemlich geil. Da sieht man auch nochmal Code Typhoon Version 2.3. Jetzt ist bei mir gerade 4.1 draußen. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal pausieren. Und wenn das fertig ist, es wird sowieso länger dauern, dann melde ich mich. Okay, bis später. So, und da bin ich schon wieder. Fenster hat sich dann einfach geschlossen. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr startet Code Typhoon. Ich benenne das noch eben kurz um. Und dann solltet ihr sowas sehen. Ich habe jetzt Windows 64-Bit, deswegen wurden bei mir nicht nur der Win32-Compiler, sondern auch der Win64-Compiler und Debugger installiert. So.
Hiermit kann ich jetzt meinen Lazarus so ein bisschen managen. Was ich jetzt mache, ich werde jetzt erstmal die Lazarus 32 Bit, ja, ich werde jetzt die Lazarus 32 Bit Small IDE erstellen. Der rattert jetzt einmal durch und jetzt noch eben was zu Code Typhoon. Oh, schon 4.2. Was ihr jetzt mit diesem Programm machen könnt, ihr könnt hier zum Beispiel Crossbuilds theoretisch installieren. Das heißt, wenn ihr. Okay, dann hängt der. Könnt ihr hier FreePascal 32 installieren, also dass ich von meinem FreePascal 32 Kurselemente für ARM Winsub, also dieses Windows Phone, oder zum Beispiel x86-64 Win64. Da steht sogar, dass ihr das für Java könnt. Das heißt, ihr könnt mit Lazarus Java-Anwendung erstellen, aber naja. Und ihr könntet auch nur die 64-Bit-IDE installieren, das ist aber Schwachsinn. Ich würde das immer so machen, also auch wenn sich jetzt 64-Bit durchsetzt, trotzdem 32-Bit, das läuft einfach überall. Und dann haue ich mir lieber eine 32-Bit-Lazarus-Version drauf und mit einem Klick umstellen kann ich für 64-Bit-Anwendung machen. Das Video wird auch noch länger gehen. Ich werde nämlich auch noch zeigen, wie ich denn ein neues Projekt erstellen kann, wie ich das einstellen kann und ein paar Einstellungen, die man so als erstes vornehmen sollte. Und vielleicht schon die ersten Momente, hä, was ist Lazarus? Viel beseitigen, zum Beispiel, dass die Anwendung ja 30 MB groß ist, dass ich ein bisschen was über die Debugger-Einstellung erzähle. So, ja. Ich lasse ihn jetzt eigentlich im Prinzip durchrattern. Auf Linux, wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr es geschafft. Was ihr dann machen könntet in Linux. Und zwar wird das ja in einen Pfad installiert, wo man unter Linux jetzt diese Pfadprobleme hat. Was ihr jetzt machen könntet, um das richtig zu starten, ihr würdet dir das Terminal öffnen und dann reinschreiben sudo code typhoon das ausführen, dann müsst ihr eventuell euer Root-Passwort eingeben und dann habt ihr code typhoon als Admin ausgeführt, das ist auch sehr wichtig. Ich frage mich gerade, ob ich das falsch gemacht habe. Das wäre nämlich jetzt ein ziemlich großer Fail. Aber dann werde, wenn ich das jetzt falsch gemacht habe, dann habe ich eben gerade einen kleinen Videohinweis da eingeblendet als Administrator ausführen. Also. Und so führt ihr das eben halt in Linux als Administrator aus. Das müsst ihr machen. Nicht speichern. Ja, dann lasse ich ihn hier eben durchrattern. Und dann sehen. Ups, dann. Hallo? Dann sehen wir uns. Da tue ich die mal hier hin. Ah, nein, da sind wir schon. Ja, es wird eine neue Verknüpfung erstellt, wenn ihr das schon umbenannt habt. Es hat funktioniert. Das heißt, ich musste das unter Windows nicht als Administrator ausführen. Aber zur Sicherheit könntet ihr das machen. Ich nenne das jetzt um in Lazarus. Oh. Lol. Nein, Moment. Seit wann haben die denn so ein abgefahrenes Logo beim Start? Ja. Naja, was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt hier auf Lazarus und dann Lazarus 32 Bild Big IDE, dann erstellen wir jetzt alles, das heißt die ganzen, wir haben eben gesehen, ich hatte nur ein paar Komponentenerweiterungen, jetzt werden alle möglichen installiert. Und das wird jetzt dauern und ich werde euch nicht weiter nerven und jetzt erstmal das Video pausieren. So, ja, ich musste das nochmal neu machen und zwar komplett als Administrator ausführen, das war
Ja, das habe ich jetzt vergessen. Und jetzt sollte das so aussehen, dass wir da Lazarus 32 vor Win 32 haben. Wenn wir da jetzt draufklicken, kommt jetzt irgendwie ein neues Logo und so sieht unser Lazarus jetzt aus. Und wenn man mal hier oben nicht gedrückt hält, sondern durchklickt, dann sieht man auch, was das da für Dimensionen sind von den Komponenten und wie geil das einfach ist. So. Wer jetzt nur ein 2 und also ich werde jetzt erstmal noch zeigen, bevor ich jetzt so, das war's, das anpasse, wie man denn die Course Builds für Win 64 hinzufügt. Also man geht auf FreePascal 32-Bit und dann sollte das gehen, wenn man auf FPC 32 Build Course Element x86 unterstrich 64 minus Win 64 klickt. Jetzt werden die erstellt. Es sollte klappen, aber gerade wenn man hier den FreePascal for Win64 noch mit installiert hat, dann sollte das ziemlich gut klappen. Es kann aber auch nicht klappen. Dann muss man das manuell installieren. Wenn man jetzt 64-Bit hat, dann klappt das unter halt 32-Bit. Da klappte das bei mir so direkt nicht. Aber man kann das auch so alles machen, wenn ich jetzt, ups, während ich den jetzt eben kurz hier rattern lasse. Hallo? Naja. Win Lazarus Win 64. Ah, da stellt schon jemand eine Frage. Ja, und da wird auch am einfachsten ist eigentlich, wenn man das für die Plattform installiert. Hoch. Across Compile. Da. On Windows. Super Beschreibung, das steht aber irgendwo noch ausführlicher. Ja, zum Beispiel hier vom Windows, Linux, Windows und so weiter. Ja. Da muss man sich sonst mal informieren im Internet. Also bei mir hatte das jetzt so geklappt, deswegen hatte ich das manuell nicht installiert. Und weil das jetzt wieder ein bisschen rattern würde, mache ich eben eine Pause. So, das habe ich jetzt gemacht und ich hab's hingekriegt. So, jetzt haben wir Code Typhoon soweit eingerichtet. Jetzt können wir Lazarus einrichten. Wir starten es mit unserem Desktop-Shortcut. So, das ist jetzt. Machen wir das mal ein bisschen so. Das ist jetzt dieser Mehrfach-Window-Modus. Und wir können jetzt zum Beispiel anfangen und wir sehen jetzt bei den Fenstern immer so ein, ja, gelb, komisch gelben Streifen, den können wir jetzt anfassen. Und dann können wir dieses Fenster irgendwo hin bewegen. Zum Beispiel, wenn man Nachrichten nimmt, kann man das hier dranhauen. Ich lasse es erstmal, denn wenn ihr das Feld Nachrichten nicht seht, dann müsst ihr mal Steuer-Alt und Leertaste drücken. Und dann G. Und dann könnt ihr das so größer machen. Nicht G, eigentlich solltet ihr. Hallo? V für verschieben. Denn dann ist das hier unter euch. Das heißt, es ist hier irgendwo. Und mit V, mit dieser Tastenkombination könnt ihr das dann hochbewegen. So, jetzt nehme ich erstmal hier meine Nachrichten und hau die hier unten dran. Dann habe ich das so als Fenster. Und wenn ihr jetzt nur ein Bildschirm habt, dann würde ich dieses Layout empfehlen. Das ist echt ziemlich gut. Wir gehen jetzt mal unter Werkzeuge, unter Einstellungen. Und jetzt fangen wir mal an mit Allgemein. Einrücken, Einrückung und Tabulatoren.
Da würde ich intelligentes Einrücken deaktivieren und Tabulatoren in Leerzeichen umwandeln. Da würde ich die Tabbreite 2 nehmen. Außerdem würde ich auf Farben gehen unter Anzeige und da auf Delphi schalten. Dann gibt es noch andere, zum Beispiel Vervollständigung, dass man das schneller aktiviert. Und ja, manchmal sieht das gut aus, wenn man Anti-Aliasing abschalten deaktiviert unter Anzeige. Okay. Moment mal. Naja. So. Jetzt sehen wir, das ist wie in Delphi. Wenn wir jetzt das Projekt schließen wollen, gehen wir auf Projekt. Projekt schließen. Änderung verwerfen und dann können wir hier sagen neues Projekt und dann auswählen, was wir hier stellen wollen. Normal ist das hier nicht so voll gedröhnt, das ist eben halt wegen Code Typhoon Handy. Dann machen wir eine neue Anwendung und jetzt können wir hier zum Beispiel Button raufziehen. Ein Le Edit und Doppelklick drauf und dann sagen Label. Ach nee, Edit war das, ein Edit. Ah. Edit 1.text Doppelpunkt gleich Hallo. Ein paar Unterschiede zu Delphi, die noch möglich sind, die mir aufgefallen sind. Hier Bob. Dass wir unter var, wenn wir jetzt sagen Zahl, das ist ein Integer, können wir gleich sagen gleich 5. Das können wir in Delphi in der Prozedur so direkt nicht. Wir können das nur hier oben. Das, was ich jetzt mache, das geht in Delphi auch. Und wir können sogar sagen, was weiß ich, sie irgendwelche Funktionswerte. Das geht sogar auch, was ziemlich cool ist. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie wir ein anderes Layout erstellen. Ich mache mal eben ein neues Projekt. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir das klassische Delphi-Layout wollen, nehmen wir jetzt mal den Quelltext und hauen den hier unten dran. Nehmen die Nachrichten, hauen die hier dran. Nehmen den Objektinspektor, hauen den hier dran. Und das war's. Vergrößern das. Dann würde ich jetzt die Komponentenpalette deaktivieren. Das hochschieben. Dann Komponenten anzeigen, dann haben wir diese Suchfunktion, bauen wir rechts ein. So, das können wir noch ein bisschen größer machen. Wir könnten jetzt auch andere Fenster wie zum Beispiel den Projektinspektor nehmen und darüber hauen. Dann sieht es sehr stark wie in Delphi aus. Und dann haben wir hier unsere Suchfunktion und können da alles raussuchen. Alle möglichen Button, man sieht schon, es ist ziemlich viel. So. Ja, dann vielleicht noch programmiertechnisch gibt es auf der Lazarus-Seite die schöne Shortcuts, die dann erklärt werden, wenn man zum Beispiel sagt, Zahl Doppelpunkt gleich 5 und Zahl ist eben halt ein Integer und danach sagen wir Zahl Doppelpunkt gleich 3, dann können wir den mal im Bereich markieren, Steuerung J drücken und dann haben wir hier dieses mit Tab können wir zwischen den Bezeichnern hin und her wechseln. Huch. Und dann können wir jetzt sagen Zahl 2 und dann wird das überall gleich geändert. Da gibt es ganz viele nette Funktionen. Sonst ist es wie in Delphi auch, dass mit Steuerung Leertaste kommt die Autovervollständigung und mit Steuerung J kommt die Autovervollständigung für solche, sage ich mal, Blockbereiche, wenn man zum Beispiel if, dann sieht man if begin, if end oder if begin end und dann sehe ich hier wird gleich so ein Block erstellt, wo ich dann einfach nur irgendwas eintragen muss. Um das Layout jetzt zu speichern, geht man, ups, warum mache ich eigentlich immer neue Projekte? Gehe ich jetzt unter Save Window Layout as Default und wenn ich das jetzt neu starte, war das Logo das jetzt ein bisschen sehr ungewohnt? Dann sollte es immer noch so sein. Wenn nicht, dann versucht es einfach noch einmal. Mit F12 komme ich jetzt zwischen den Fenstern hier hin und her, beziehungsweise unter Mac OS 10 mit. Ja, das steht da irgendwo hier.
Formulare, Unit umschalten, ich glaube irgendwas mit Control, Alt und F oder so. So, da dieses Layout hat jetzt den Nachteil, dass wenn ich jetzt einen Button hier raufschiebe und jetzt im Projektinspektor das ändern will, Bob, dann geht mein Formular in den Hintergrund. Denn dann wird ja der Fokus in den Objektinspektor gesetzt und der ist ja hier als ein ganzes Fenster. Deswegen, wenn man zwei Monitore hat, ist das ziemlich geil, dann tue ich einfach mein Formular auf den zweiten Bildschirm und kann das auch jederzeit sehen. Unter einem Bildschirm würde ich ruhig das Default-Layout nehmen. So, sagen wir jetzt mal, wir haben eine Anwendung erstellt, die irgendwas macht. Zum Beispiel Application Terminate. Dann sagen wir jetzt Projekt speichern unter. Es ist auch wichtig, wenn ihr das Projekt schließt, dass ihr das nicht über alles schließen macht, denn alle Editorfenster schließen, denn es werden dann die Editorfenster geschlossen und nicht das Projekt. So, Projekt speichern unter. Machen wir jetzt mal einen neuen Desktop-Ordner. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt zu Lazarus, wie ihr irgendwas Spezielles umsetzen könnt, dann könnt ihr das ruhig fragen. Das ist kein Thema. Da speichern wir jetzt mal unser Projekt. Und wir können das jetzt hier direkt ausführen. Das ist genau wie in Delphi. Bob. Beziehungsweise unter Start kompilieren. Dann gibt es noch neu kompilieren, schnelles Kompilieren, kompilieren und aufräumen. Das ist sehr interessant. Dann kompiliert er die ganzen Units nochmal neu durch. So, ist eigentlich ziemlich interessant. Dann nehme ich mal den Lazarus-Ordner. Da ist ja schon mein Projekt. Es ist 2,585 MB groß. Aha, das ist seltsam. Ich dachte, es wäre größer. Unter Projekteinstellungen. Jetzt geht's los. Hier können wir einerseits zum Beispiel das Symbol laden, wie schon gesagt. Es werden verschiedene Typen von Grafiken unterstützt. Tut mir leid. Ihr könnt was auch immer hier einstellen. Zum Beispiel die Versionsinfo. Jetzt geht's los. Erstellmodi. Die könnt ihr nicht übernehmen. Macht auf keinen Fall diesen Haken rein, diese Compiler-Einstellung als Vorgabe. Denn wenn ihr jetzt mal eine Konsolenanwendung macht, dann sind das auch andere Einstellungen. Wenn ihr jetzt ein neues Projekt macht, dann müsst ihr im Prinzip diese Einstellung machen. Das geht aber ganz schnell immer neu. Zum Beispiel sage ich bei mir jetzt immer Debug Win32. Release Win32. Eigentlich schreibe ich das auch groß. So. Und dann gehen wir mal auf Debug Win32. Hallo, so. Hier sind die Pfade nochmal drin und wie die Anwendung heißt, die kompiliert wird. Und ja, hier geht's los mit Code-Generierung. Hier kann ich zum Beispiel sagen, mein Zielbetriebssystem, hier kann man die auswählen. Für die muss man aber die Crossbuilds installieren. Ich kann jetzt nicht irgendein Random da rausgreifen, sondern schon, wo ich auch die Cross-Elemente für installiert habe. Zum Beispiel Win32. Das ist ein i386-Prozessor, also ein 32-Bit-Prozessor. Ich könnte jetzt noch irgendwelche, neben der Architektur noch irgendwelche Zielprozessoren raussuchen, aber das möchte ich gar nicht. Und dann gehe ich zum Beispiel unter Linken, Debugger-Informationen für, ach ja. Ja, das war jetzt die Einstellung für Debug. Jetzt kommt Release. Jetzt kompilieren. Hier können wir umschalten zwischen unseren Einstellungen und hier kompilieren. Dort, dort. Und wir sehen, die Anwendung ist relativ klein. Ich dachte, die wäre jetzt irgendwie. Naja, wenn man jetzt mal ein paar Indie-Komponenten raufhaut, dann wird das ganz schnell 30 MB groß. Aber ja, wie wir die Anwendung klein kriegen. In unserem Debug-Profil werden die Debugger-Informationen übernommen. Im Release-Profil, was wir jetzt erstellen, das machen wir im Prinzip genauso. Dann sagen wir wieder Win32 in i386-Architektur. Und jetzt kommt der Unterschied beim linken Debugger-Information für GDB erzeugen, verlangsamt das Kompilieren, das nehmen wir raus. Dann nehmen wir noch Debugger-Symbol aus der ausführbaren Datei entfernen und Smart Link.
Damit wird alles Mögliche, was mit Debugger was zu tun hat, da rausgenommen. Dann schalten wir zu Release, kompilieren das. Und ich glaube, bei dieser kleinen Anwendung ist nicht so ein großer Unterschied. Jetzt ist die 1,6 MB groß. Aber wenn wir jetzt ein paar Indie-Sachen raufhauen, dann merkt man das. So, jetzt. Ich habe das ja geschafft mit dem Code-Typhoon, dass ich die Course-Elemente für Win64 erstellen konnte. Und jetzt mache ich einfach Plus und klicke vorher noch das an, so dass ich dann die Einstellung von den Eingeklickten als Vorgabe übernehme. Jetzt nenne ich das kurz so um. Zum Beispiel für Win64. Das heißt, er hat hier die unter linken das. Ja, ich bin in Debug übernommen. Hier gibt es sowieso noch ein paar nette Werte, die ihr aber eigentlich noch nicht braucht. Zum Beispiel hier kann man auf Custom Draw umschalten, wenn man für Android arbeitet. Aber hier sage ich jetzt unter Code-Generierung Win64 x86 unterstrich 64 Architektur, also 64-Bit. Und das mache ich noch mit dem Release. Und dann habe ich gleich eine 64-Bit-Anwendung, die wird, wenn ich hier umschalte, die wird jetzt größer sein, wenn ich die kompiliere. Die Units werden hier auch nochmal neu erzeugt, deswegen dauert das beim ersten Kompilieren nochmal länger. Im lib-Verzeichnis sieht man hier auch die libs für Windows 32-Bit. Und ist es fertig. Jetzt ist die MB 2,1 MB groß, aber die wird nicht sonderlich größer. Es ist jetzt nicht so, dass sie wie bei Debug irgendwie 50 MB groß wird. Und jetzt, wenn ich das hier mal ausführe, dann sehen wir irgendwo relativ un. Wie habe ich das denn genannt? Projekt oder. Ah, da! Projekt 1. Wir sehen, es ist eine 64-Bit-Anwendung. Und. Bob, Bob, jetzt erstelle ich mal eben Release 32-Bit. Erstellt. Jetzt höre ich das nochmal aus. Und jetzt habe ich Projekt 1 mit einem 32-Bit. Also, da kann ich relativ schnell hin und her wechseln. Eine Sache, die ich nicht kann, ich kann jetzt nicht 64-Bit so ausführen, denn der Debugger, das kann der nicht ausführen, der versteht die Anwendung nicht. Deswegen, wenn ihr das debuggt, dann direkt in Lazarus ausführen wollt, dann müsst ihr das in Win32 ausführen. Aber ich sehe da überhaupt kein Problem. Es gibt da noch eben halt spezielle Programmierungen, wo man eben halt abfragen kann. Ich habe das im Projekt zum Beispiel benutzt, ob gerade 64-Bit benutzt wird oder 32-Bit. Und dann gibt es da ja ein paar Integer-Änderungen, aber das fällt eigentlich bei Datenbankkomponenten zum Beispiel nur auf, wenn man da irgendwas in ein Pointer in eine Combo-Box reinhaut. Hier zum Beispiel SQLDB, das wäre jetzt die Datenbankverbindung, die ich immer nutze. Oh. Ich glaube, da wurde jetzt sogar was hinzugefügt. Müsste ich mal meins auf mein Notebook updaten. MySQL, aber ich benutze hier die TIB Connect. Connection für Firebird. Last Report, ganz wichtig für die Ausdrücke. GLCN ist drin. Indie, ganz wichtig. Da, hier DCP. Kippers oder Hash für Verschlüsselung. Sehr interessant. Also, das ist richtig geil. Barcode-Komponenten sind drin. Wenn man jetzt irgendwas sucht, Barcode. Ja, da sieht man schon alles. Bar. Zum Beispiel ein QR-Code. Und dann sage ich hier im Prinzip Q, wie heißt es denn? Barcode, QR Punkt, ich weiß nicht, Value oder Text, ja, Text. Edit 1 Punkt, ups. Ja, ich benutze immer eigentlich so ein Präfix, BTN für Button und EDT für Label, Bob. Und schon kann ich hier meine QR-Codes schön generieren. Und das ist doch cool. T-Chart ist auch ziemlich interessant, wenn man jetzt Tabellen, was sage ich, Diagramme haben möchte.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt noch Wichtiges zeigen könnte. Das mit dem Compiler, das haben wir geschafft. Eventuell müsst ihr das dann nur für Win32 machen und dann später euch anschauen, wie er denn für Win64 arbeitet. Unter Projekt könnt ihr noch LPR-Datei anzeigen und da seht ihr dann eben halt diese Projektdatei, die könnt ihr auch direkt im Projekt. Im Projekt Inspektor öffnen und da könnt ihr zum Beispiel Anwendungen so programmieren, dass als erstes ein Splash Screen kommt oder andere Sachen. Ja, ich hoffe mal, dass ihr das hinbekommen habt und dass ihr jetzt mal ein bisschen mit Lazarus rumspielen werdet. Und wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wollt, dass eben halt auch weitere Videos mal wieder endlich kommen, dann wäre es schön, wenn ihr mich abonniert oder einen Daumen hoch oder ich freue mich auch jederzeit über ein Feedback. Das ist wirklich sehr schön, wenn man immer ein Feedback liest. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.